Oh, das sieht aber schon voll hier aus. Wir wollen jetzt nun anfangen. Our next presentation comes from a man who is from Great Britain but now lives in Greece. Unsere nächste Präsentation stammt von einem Briten, der nun in Griechenland lebt. Wer weiß, vielleicht wollte er ja nun dem schlechten Wetter oder dem Brexit entfliehen. Aber auf jeden Fall ist er nun den ganzen Weg nach Hamburg gekommen. Die letzte Wahl in Amerika und die letzten Ereignisse zum Brexit haben uns gezeigt, dass die ganze Technologie und wir können, es hat sich nun gezeigt, wir können einfach nicht alles wissen und wir können einfach nicht alles vorhersehen. Und A New Dark Age ist dementsprechend nun ein Vortrag darüber, dass wir nun nicht alles darüber wissen können. Unser Sprecher ist ein Künstler, ein Autor und seine Artikel sind in allen Zeitungen, in vielen Zeitungen der Welt erschienen. Er ist auch so ein Lektor für Konferenzen und Universitäten. Wir sind sehr froh, dass er heute da ist. Vielen, vielen lieben Dank und einen großen Applaus für James Bridle. Hallo. Vielen, vielen lieben Dank für die Einführung und vielen, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Das ist wirklich groß und ich bin sehr dankbar. Und ich habe nun mal einfach nur Hello dahin geschrieben, denn ich wollte nicht A New Dark Age als große Beschwörung an diese Vortrag halten. Und nun möchte ich heute viel darüber sprechen, was ich eigentlich alles so für Projekte mache und was ich schon gemacht habe. Also das wird heute sehr viel über mich gehen und es wird ganz viel über Kultur, Kunst und Politik gehen. Und ich möchte ganz besonders über ein spezifisches Projekt reden und dann möchte ich nun weiter über bestimmte Projekte dazu sprechen und auch worüber wir uns eigentlich danach noch im Umgang unterhalten müssen. I managed to graduate with a master's degree without actually learning to program, which tells you everything. Ich bin nicht der perfekte Programmer. Ich habe lediglich so einen Master da drin und ich habe versucht, Ewigkeiten mir das selbst beizubringen. Ich bin auch zum Teil ein Journalist und zum anderen und es ist halt eher meine Veröffentlichung und mein Interesse im Internet, die mich dazu bringen, mich damit zu beschäftigen und meine Publikationen zu machen. Und das ist ein gutes Beispiel, was ihr hier seht. Das Projekt ist selbst 4 Jahre alt. Und das war das, wo ich als Publisher gearbeitet habe. Und ich wollte darüber reden, wie Technologie im Internet unser Wissen allgemein verändert. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe den gesamten Inhalt und die ganze Verbesserung eines Wikipedia-Artikels genommen habe und es halt das Ganze über den Krieg im Irak gemacht habe. Und ich habe nun all das in genau diesen Buch gebracht, all dieses in dieser Buchform verbracht und veröffentlicht. Und ich habe sie alle und das ist nur der Change, dass die Veränderung die Veränderung des einzelnen Artikels, die in so vielen Bänden da oben versehen ist. Und alles, was ich während dieses ganzen Arbeit halt dachte, ist, dass wir immer, wenn wir was die Welt verändert, ist der Unterschied. Der Unterschied, wie wir nun mal Technologie verstehen, bringt auch unseren Denkprozess weiter. Ein gutes Beispiel dafür ist Wikipedia. Und in Wikipedia ist ein super Beispiel dafür, dass wir sehen können, wie schnell Prozesse und Argumentation über nach und nach mit all seinen verschiedenen unterschiedlichen Meinungen und alles und veröffentlicht werden. Und das ist das, was ich hier zeige.
Und alles, was nun mal existiert, sind diese Objekte, die nicht einfach zu verstehen sind. Und so ungefähr sehe ich halt auch Software. Das ist ein Projekt, was ich für 3,5 Jahre auf Social Media habe. Und es geht darum, dass ich Drohnen und alles getrackt habe. Das waren die Drohnen in Pakistan, in Somalia und alles. Und dort. But it struck me as deeply strange that this entire war was going on without images. Und was wir nun halt sehen ist, dass es eigentlich genau davon eigentlich keine Bilder gibt. Und das hat mich sehr gewurmt und sehr fertig gemacht. Und in Zeiten von Social Media geht es nun mal nicht ohne Bilder. Und die letzten, und das ist eigentlich verwunderlich, dass es da keine Bilder gibt, denn die ganze letzte Zeit konnten wir halt, wir können halt leben in einem Zeitalter, in dem wir über Satelliten jeden kleinen Fleck der Erde fotografieren können. Und nun habe ich ein Katalogisierungssystem verwendet, welche die Umgebung findet. Und das habe ich nun getwittert, gepostet und auf Instagram veröffentlicht. Und was Positive, was passiert ist, dass diese, das Gute ist nun, dass diese Bilder verwendet werden in der sozialen Media. Es wurde also nicht mehr nur irgendein Drohnenbild veröffentlicht von dem Konstrukt, sondern es wurde sogar ein Bild von diesem spezifischen Fleck der Drohne, was die Drohne gesehen hat, veröffentlicht. Aber das ist nun mal das, was sehr hart zu sehen ist. Und es ist sehr gut. Und damit habe ich mich weiter beschäftigt. Und ich habe angefangen, die Drohnenschatten, das Drohnenschattenprojekt zu starten. A thing which I'm very unlikely to ever see in the real world. But I have, you know, the tools to find out. Just the size of it, right? Und nun musste man ja nun gucken, wie groß sind eigentlich Drohnen? Wie groß ist das? Und das habe ich nun herausgefunden. Und dann habe ich das tatsächlich in dem Maßstab an öffentlichen Plätzen auf der ganzen Welt die Umrisse dieser spezifischen Drohnen im exakten Maßstab veröffentlichen. Und Menschen können dann sehen und können das in genauen Relationen sehen. Und das Ganze... Genau, und als das Ganze dann öffentlich wurde, haben Menschen mir immer mehr Bilder geschickt von diesem Projekt. Und das ist halt der Prozess, dass man erstmal das Ganze realisieren muss, dass man das drucken muss, dass man das und dass man es so schafft, dass diese Dinge nicht mehr unsichtbar sind, dass es nicht mehr Dinge sind, die nicht mehr zu sehen sind, sondern because they automate systems that would otherwise und das Ganze gilt natürlich auch für den politischen Aspekt. Und somit habe ich angefangen, immer weitere Sachen auf der Straße zu bauen. Das ist in der Ukraine. Wenn ihr nur halb so viel Zeit wie ich auf Google Maps verbringe, dann seht ihr, dann seht ihr Flugzeuge ständig, also nicht nur in der Umgebung von Flugzeugen. Und wenn nun dieser Satellit in Google Maps ein Bild macht, dann gibt es sehr gute Bilder von Flugzeugen, die nah an dem Satelliten vorbeifliegen. Und das ist sehr spannend, weil Satelliten nicht dieselbe Sichtweise auf den Planeten haben wie wir Menschen, sondern einen anderen. Und so habe ich halt dieses Kunstprojekt dort entworfen. Denn es sieht viel, viel, denn so ein Satellit sieht viel mehr, als wir eigentlich mit unserem menschlichen Auge sehen. Und auf diesem Bild sehen wir nun, wie eben die Maschine unsere Welt sieht, also die Satellitenmaschine diese Welt sieht. Und so können wir halt genau diese Dinge zum Ausdruck bringen. Und damit können wir über bestimmte Dinge viel, viel anders nachdenken. Vor ein paar Jahren habe ich dieses Projekt gemacht in Südlondon. This was called the right to flight.
das war das Recht zu fliegen genannt. Und es ist auf in Höhe eines Parkhauses. Dieser Ballon ist sehr, sehr cool, denn es ist eine Verbindung aus einem Ballon und einem Kite. The helikite's amazing because it's better than both balloon and kite. Und das Coole ist, es ist viel, viel besser als ein Ballon und ein Kite. Aber es hat somit einen Ballon, um in die Luft zu geben, und ein Kite, um die Stabilität zu halten. Und wir haben es von diesem Dach fliegen lassen. Und wir haben das nun da umfliegen lassen, um genau zu realisieren, wie sieht eigentlich das aus, wenn man über der ganzen Welt schwebt und wenn man da das Ganze von oben sieht. Und so wollten wir uns nun mal diesen ganzen Luftübersicht über London eigentlich vor Augen führen. Das war ein sehr erfolgreiches Projekt, was für viele Monate gehalten hat. Und nun habe ich eine Kamera da oben angebracht, um all diese Bilder zu sehen. Die Bilder sind wundervoll, aber dann habe ich angefangen, dass mir das unangenehm wurde, denn ich habe ja nun Überwachung betrieben. I looked at various ways of doing it. I kind of released the footage openly so everyone could see the products of what I was doing. So, und dann habe ich halt das Ganze öffentlich gemacht und öffentlich zu sehen gemacht. Und dass jeder sich das angucken kann, aber niemanden hat das interessiert. Es war einfach ein Teil von London, den niemand interessiert hat. Natürlich weiß man nicht, ob es nun wirklich der Teil ist oder ob London einfach so gewöhnt daran ist, ständig überwacht zu werden. Und dann habe ich mir aber bewusst gemacht, ich kann so auf diese Weise nicht noch mehr nicht auf diese Weise machen. Und dann ist halt die Frage, wie mache ich eigentlich Bilder von Überwachung, wenn ich selber nicht überwachen möchte? Denn wenn ich das so mache, dann gibt es eigentlich noch viel mehr Überwachung und das normalisiert das Ganze. Also habe ich das Ganze abgebrochen. Und danach habe ich mir andere Gründe angesehen oder andere Möglichkeiten angesehen, das Ganze zu öffnen. Und nun habe ich mir Criticon X angeguckt, was nun eine Browser-Extension ist. Und jeder kann absolut privat damit durch das Internet surfen. Und wenn man nun darauf klickt, kann es uns ganz einfache Dinge zeigen. Viele Dinge, von denen ich denke, dass vielen Menschen das in diesem Raum Bewusstsein ist. Es zeigt uns also die physikalische Struktur des Internets. Und viele, viele Aktivisten haben sich mit diesem Thema bereits beschäftigt. Und das gibt uns halt einen Blick mit dem Begriff Cloud, denn es ist nicht, denn die Cloud ist nun mal keine Wolke, sondern die Cloud ist halt ein großer Computer, ein großer Space, der auch bestimmten gerechten, bestimmten Regeln und bestimmten anderen Dingen folgt. Wenn wir uns also, und ich wollte aber nicht zeigen, was das physikale Internet ist, sondern ich wollte zeigen, was das physikalische Internet eigentlich für unsere Rechte macht. Und das Ganze wollte ich an den Dokumenten der NSA machen, denn was die NSA eigentlich tut, ist eigentlich, sie nimmt sich das, die Daten, die reinkommen. Denn die NSA muss sich jetzt erstmal angucken, ist das eigentlich die Daten, die reinkommen? Von wem stammen die eigentlich und könnte das ein US-Amerikaner sein? So, moment by moment online, your citizenship, which used to be this really solid thing, that used to be a thing determined by your passport, by your place of birth. Normalerweise ist sowas wie deine Nationalität auf deinem Passport. Du kannst die Menschen zeigen und du kannst damit beweisen, welcher Nationalität du angehörst, aber das ist nun mal im Internet nicht mehr der Fall. Aber dementsprechend wird sich im Internet nun mal angeguckt, je nachdem, nach deinem Verhalten online wird nun mal also deine Nationalität gemessen. Und dementsprechend kann man sich damit angucken, wie deine Nationalität aufgrund deines Browserverlaufs ansieht. I was looking at the sky a while back, because I was looking for these planes, which are covert metropolitan. Ich habe mich bereits mit dem Himmel und mit dem Überwachung vom Himmel und den Drohnen beschäftigt und dann habe ich tatsächlich gefunden,
dass es diese Art von Flüge gibt. Das ist ein Beispiel. And find myself stood next to a bunch of kind of weird, interesting people, because you end up in the fields around airports with the plane spotters, the chemtrailers. Eine Runde von Reise, die ich mich bewegen habe, und es ist sehr cool, weil du stehst neben. Auf diese Reise habe ich mich nicht alleine begeben, sondern auch mit weiteren Aktivisten von anderen Reisenden, von anderen Aktivisten, von Trainspottern. Because it got embarrassing to do it on a general. Und was die machen ist, die was sie nun machen ist, sie mieten private Flüge in der Mitte der Nacht, und das passiert in private detention centers und in private Gerichtssälen. Planning permissions went to the council. We got the files on these kind of places. We did these kind of classic investigative journalism practices of finding eyewitness accounts, finding council documents. So, was wir also nun gemacht haben, ist, wir haben uns genau angeguckt, welche dieser Spots es eigentlich gibt und was es nun genau damit gibt. Und das, was ihr dort seht, ist nun ein Gerichtssaal eines Gerichtssaals in London. Aber es gibt nun mal überhaupt verboten, in London Gerichtssaale zu fotografieren. Und deswegen, es gibt eigentlich nur Zeichnungen dafür. Aber dies ist ein spezieller Gerichtssaal, denn es gibt auch nur spezielle Gerichte, die dort funktionieren, denn es geht hier um Terrorismus und um andere. The defendant and their legal team are not allowed to know about. It makes a complete mockery of the idea of a fair trial. Und darum, dass es bestimmte Gerichte gibt, wo Menschen nicht wissen dürfen, was nun genau passiert ist. Und das macht natürlich auch überhaupt nicht möglich, das ganze Transparenz nachzuvollziehen. Und was ihr hier seht, ist die Sichtweise vom Zuschauerraum. Und es gibt nun diesen 8-Minuten-Film, welcher dokumentiert these various spaces, the courtroom which you just saw, a detention center near Heathrow Airport, and the final airport through which people are deported, which is Stansted, if anyone goes to the UK on holiday. Ihr seht in diesem 8-Minuten-Film nicht nur den, es gibt den Gerichtssaal, den Saal, den geheimen Flughafen, all den Platz, zu dem die Menschen deportiert werden. What you would traditionally do with photojournalism. So this was normalerweise würde man im Fotojournalismus total andere Dinge machen. When it first went on show there, it was alongside a huge, amazing deep dive through the archive. Und als ich das nun gezeigt habe, eine große Sache durch die Reihe. Aber wenn man sich nun das heutige black and white photo of a face in a crowd, this frozen moment. Der Film wurde in einer Ausstellung ausgestellt neben Bildern über Menschenrechtsverletzungen. Und wenn man über Fotojournalismus nachdenkt, denkt man häufig an Schwarz-Weiß-Bilder von Menschen. Und was wir getan haben, ist etwas ganz anderes. Wir haben versucht, die Architektur wahrzunehmen und das in Architektursoftware einzupflegen, um diese Räume, die sonst nicht öffentlich sichtbar sind, darzustellen. Rather than several thousand people working on code at AutoCAD or whoever it is, who now have a huge stake in our built environment. So all of these different pressures come into play on trying to depict not a particular place. Alle diese verschiedenen verschiedene Fähigkeiten kommen zusammen, um dieses darzustellen, was ein grausames Abschiebesystem ist, was wir hier versucht haben in diesem Video nachzustellen. Ein weiteres Projekt, über das ich reden möchte, ist der Cloud Index. Dazu möchte ich ein bisschen eine Geschichte erzählen. Das hier ist einer meiner Lieblingsmenschen, Lewis Fry Richardson. In
1922 war er ein Meteorologe und hat in einem Beobachtungszentrum in Schottland gearbeitet, wo er das Wetter beobachtet hat und vor allem das Wetter dokumentiert hat und dadurch ganz viele Wetterdaten hergestellt hat. Und dann brach der Krieg aus und er musste in der Armee beitreten. Und da er ein Pazifist war, hat er die im Krankenbereich gearbeitet, im Gesundheitsbereich. Und during the war, while in trenches, while under fire, he performed the very first mathematical calculation. Während dieser Zeit im Krieg, während er in der den Frontlinien gearbeitet hat, hat er weiter mit Wetterdaten gearbeitet und Wetterdaten ausgewertet und er hat versucht dadurch die ersten Wettervorhersagen zu machen, indem er die alten Wetterdaten genommen hat und versucht hat, in der Vergangenheit mit den alten Daten bis zu 20 Stunden in die Zukunft Prognosen zu machen und hat diese dann mit den tatsächlichen alten Daten abgeglichen. Die waren damals allerdings erst 20 Jahre, also die waren damals noch 20 Jahre alt, also er hat das mit Daten aus der Vergangenheit gemacht. In diesem Buch, was ich euch gerade gezeigt habe, hat er diese Fantasiefeld aufgemacht, wo er beschrieben hat, was dafür benötigt wird, um diese Wettervorhersagen zu machen, um die ökonomisch verwendbar zu machen. Hier hat er dieses Bild gemalt. Richardson beschreibt this vast globe, on the inside of which will be painted a diesen großen Globus auf gemalt hat, wo er ein Koordinatensystem aufgemalt hat, wo die Personen, die daran gearbeitet haben, dann eben auf diesem Koordinatensystem anzeigen können, wo die Informationen gesammelt werden können, um die Informationen dann auf diesen Globus zu projizieren. Mankind did get to that point in 1950. Hatte er gedacht, das ist unmöglich. Aber die Menschheit ist zu diesem Punkt gekommen in 1950, wo die erste mechanische Wettervorhersage berechnet wurde. Which is a computer that some of you have probably heard of, which is my personally favorite computer. Das Ganze wurde mit dem EMUNAC berechnet, was mein Lieblingscomputer ist. Built in the 1940s at the University of Pennsylvania. Der Computer wurde 1940 an der Universität von Pennsylvania entwickelt. Hier seht ihr den Prozess, mit dem das berechnet wurde. In 1950 haben sie die erste erfolgreiche Wettervorhersage berechnet für den Norden der Vereinigten Staaten. Als sie das getan haben, hat es 3 Wochen gedauert, um das zu berechnen. Das hat eine ganze Weile gedauert. In diesem Prozess ist die Maschine mehrfach kaputt gegangen, ist der Prozess abgebrochen und tatsächlich wenn man die Zeit rausgenommen hat, wo die Maschine nicht funktioniert hat, haben sie es dann doch geschafft, das Wetter schneller vorhersagen zu können, als das Wetter tatsächlich passiert ist. Also das war der Durchbruch, dass die maschinelle Berechnung schneller wurde, zum ersten Mal schneller war, was es ermöglicht hat, um eben Wettervorhersagen schneller zu berechnen. Hier sehen wir ein Bild von diesem Computer, der damals 2 Räume in Universitäten benötigt hat. Er hat ganz viele Kabel gebraucht, die verbunden werden mussten. From a guy called Harry Reid, who was an engineer who worked on this computer, in which he says that
Es gibt ein Buch von Harry Reid, der Menschen, der an diesem Computer gearbeitet hat. Er hat es einen Personal Computer genannt. Also heute denken wir, wenn wir Personal Computer hören, wenn wir PC hören, an einen Computer, den wir mit uns herumtragen können. Aber damals war das Wort gemeint als ein Computer, in dem man hereingehen konnte, in dem man leben konnte. Und vielleicht ist auch das immer noch ein aktuelles Wort, dass wir in einem Computer immer noch leben. And the other thing that I really like about the ENIAC is, you know, it's one of these computers. Das andere, was ich wirklich sehr an diesem Computer mag, ist, dass er zu einer Generation an Computern gehört, die physikalisch noch nachvollziehbar waren. Heute müssen wir logisch nachvollziehen, was die Computer berechnen. Und mit dem ENIAC konnte man noch nachvollziehen, mit den Augen konnte man anhand der Kabel an den Wänden nachvollziehen, was dort Schritt für Schritt berechnet wurde in der Computerarchitektur. Das finde ich sehr faszinierend, das nochmal anzuschauen, wie man das damals verwendet hat und was das bedeutet hat. Inventor the von Neumann architecture worked on a lot of these early projects and obviously was working on both the weather project but also on the Manhattan project because this is here. Eine andere Person ist von Neumann, der hier auf dem Bild mit Oppenheimer zu sehen ist, der auch an diesem Computer gearbeitet hat mit der Wettervorhersage und für die Entwicklung von Atombomben, die gleichzeitig stattgefunden haben und die sehr wichtig für die Entwicklung von Computern zu dieser Zeit waren. Und Neumann hat eine Zeile geschrieben, was er zuerst für die Wettervorhersage geschrieben hat, aber dann auch für die Atombomben verwendet hat. Alle stabilen Prozesse können wir vorhersagen und alle unvorhersagbaren Prozesse sollten wir kontrollieren. I wanted to take some of those ideas of the weather and our computational predictive abilities. Ich wollte einige von diesen Teilen über das Wetter übernehmen, um für die heutige Entwicklung das damit zu vergleichen. Und was ich gefunden habe, ist die im Bereich der künstlichen Intelligenz lernende Computer. And the field kind of went quiet for 10 years. And it's just starting to go kind of massive again, right? The last 5 years. Und in den 90ern gab es da ganz viel Entwicklung und dann ist es ein bisschen gestorben, aber jetzt gerade ist es wieder irgendwie aktuell, daran zu arbeiten. Und deswegen finde ich es wichtig, da nochmal hinzuschauen und das nochmal zu betrachten. Das ist aus einer Studie von Anfang des Jahres, wo Facebook eine Studie gemacht hat, which is something that they've been pushing and using. And this is from a neural network generation from that paper, where they took thousands and thousands and thousands of bedrooms, pictures of bedrooms. Und das ist eine Studie, bei der sie Tausende von Schlafzimmern genommen haben und dem System gesagt haben, okay, mach mir neue Schlafzimmer. Und alle Schlafzimmer, die ihr hier seht, das sind keine realen Schlafzimmer, sondern das sind alle Schlafzimmer, die sich das System ausgedacht hat. Und das ist wirklich faszinierend, denn es ist aufgrund dieser Informationen, die diese Bilder geliefert haben, entstanden. Und wenn wir uns nun neue neuronale Netzwerke ansehen, die mit richtigen Bildern arbeiten, dann sehen wir hier einen Traum, den vor allem Google hat. Wir wollen uns also angucken, wie diese neuronalen Maschinen Bilder machen. Wir geben also diesem Netzwerk ein Bild und fragen es, was siehst du? Blank or fixed images and ask it to kind of reverse them back through that und dann imagine and visualize what it can see in the world. Und wenn es halt verstehen hat, was es sieht, dann kann es die auch rückwirkend visualisieren und das kann auch ganz schön furchterregend sein.
Und Deep Dream ist, das Ganze nennt sich Deep Dream und das ist halt nun bei Google. Und der wird sagen, oh, guck mal, das haben wir gemacht und alle haben erstmal gestockt. Und Deep Dream wurde nun geleakt und dann mussten sie natürlich sich hinstellen und sagen, okay, das ist das, was wir gemacht haben. Are quite annoyed that there hasn't actually been a bit more thinking about what this kind of stuff entails, because it's what neural networks are doing in the world. Was neuronale Netzwerke nun machen, ist unglaublich faszinierend. Wir können unglaublich viele Dinge mit solchen Netzwerken machen. Das ist aus derselben Studie. Du kannst eine Gruppe von Bildern nehmen, die mit einem bestimmten Konzept konzipiert werden, und dieses Netzwerk wird dir ein komplett neues ein neues Bild bauen. Und es wird also das erste Mal ein Gesicht gezeigt, also zum Beispiel ein lachendes Gesicht. Und dementsprechend kann es halt von sehr vielen träumen. Wenn es also genug Input hat, kann es all diese weiteren Bilder entwickeln, und das kann es auch mit dem Wetter tun. Es hat 8 Jahre gedauert. Es gab 8 Jahre von Satellitenwetterdaten, welches von einem Satelliten stammt, welcher mehrere Bilder am Tag macht und das Ganze über England überwacht. Und da dementsprechend gibt es 16.000 Bilder, welches natürlich nicht ausreicht, um diese Studie zu machen, aber ich hatte nun mal nur 8 Jahre von Daten, also habe ich es einfach versucht. Es tut mir ziemlich leid, was mit Brexit passiert ist, und darüber will ich eigentlich nicht reden, obwohl ich werde es doch tun, weil das ist nun mal ein Thema für heute Abend. Und so habe ich halt eines dieser Netzwerke gebaut und habe es mit diesen 8 Jahren Daten gefüttert, die wir nun von den Wolken im Weltall über England gemacht haben. Und nach einer Weile war es halt verständlich, dass okay, jetzt hat das System gesehen, wie das Wetter sein kann, so ungefähr wie wir mit den lächelnden Gesichtern hatten. Und dementsprechend können wir nun sagen, okay, wenn wir das Ganze jetzt auch noch zusätzlich mit den Daten vom Brexit eingeben, dann können wir halt sagen, okay, wie wird es eigentlich aussehen, wenn wir halt diese bestimmten politischen Ergebnisse haben wollen? Und dann können wir uns halt damit beschäftigen, wie unsichere Voter damit umgehen. You know, very divisive elections of the kind of various kinds that we've seen this year, to try and put a little bit more emphasis on not on die knappen Entscheidungen waren die spannenden Entscheidungen, die spannenden Wahlen dieses Jahr. Diese unentschiedenen Wählerinnen und Wähler waren diejenigen, die für uns irgendwie interessant waren, hier anzuschauen. Eine Sache, die wir heute tun können, ist, dass wir das Wetter beeinflussen können. Dieser Mann hier hat Cloud Seeding erfunden. Das ist eine Möglichkeit, wo man bestimmtes Jodsalz in sich formende Wolken geben kann und damit die Wolkenbildung beeinflussen kann und beschleunigen kann.
Wenn er das, als er damit angefangen hatte, gab es eine große öffentliche Debatte darüber, was die Möglichkeiten von der Beeinflussung von Wetter sein können. Es gibt einen großen militärischen Glauben daran, dass das Wetter einen Einfluss auf die Kriegsführung haben sollte. In Vietnam wurde das sehr stark verwendet, wo ganz viele Chemikalien verwendet wurden, um die Monsunzeit zu verlängern, um einen Durchschnitt von sechs, durchschnittlich um die Monsunzeit um durchschnittlich 6 Wochen zu verlängern. Als es öffentlich wurde, gab es große Aufregung und seitdem gab es geringe weitere Forschungen dazu. Andere haben aber trotzdem weiter daran geforscht. Hier sehen wir Bilder aus China, wo sie mehrere tausend Arbeiter haben, die dafür verantwortlich sind, das Wetter zu beeinflussen, insbesondere für die Agrikultur. Was natürlich auch, das Ganze sollte für öffentliche Events sein, dass zum Beispiel das Wetter an bestimmten Demonstrationen, dass es zum Beispiel nicht auf Polizisten hageln sollte oder dass es an bestimmten Feiertagen besonders schön sein sollte. Wir müssen uns also nun in der Zukunft darüber überlegen, wie wir eigentlich mit der Umwelt umgehen und wie werden wir solche Systeme verwenden und wie werden wir damit wie groß wird unser Glauben sein, darin diese Sachen einzusetzen. Der Grund, warum ich das mache, ist, ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass wir die Welt verstehen können. Denn wir haben einfach nicht genug Informationen. Useful way of dealing with the world. But I realized that I kind of wanted to retain the cloud, not as a kind of bad metaphor of kind of lossy engineering or corporate control. Ich wollte die Cloud verwenden, nicht als das materialistische Sicht. Hier, schaut mal dieses Datenkabel. Es wollte das als einen Weg sehen, dass die Cloud tatsächlich wolkig ist, die tatsächlich einen Einfluss auf die Welt hat, die nicht nur einen statischen Einfluss auf die Welt hat, sondern dass wir das hinterfragen. Ich finde das immer notwendiger. Diese Sicht auf die Welt ist weiterhin, ich glaube, Maslow ist für euch alle bekannt. Das hier ist das Gegenteil davon. Das hier wurde Ruhms-Regel genannt. Hier sehen wir die Graphen, wie viel Geld ausgegeben wurde für medizinische Forschung und wie viele Medikamente dadurch gefunden wurde. Umso weniger Geld da reingesteckt wird, umso weniger haben wir entdeckt. Das ist ein großes Problem in der Pharmazie. Ein großes Problem, was es da gibt, ist ein Informationsproblem. Wie neue Medikamente hergestellt werden, ist heute nicht mehr Menschen in Laboren mit weißen Umhängen, sondern das sind Computer, das sind Roboter, die diese Tests durchführen und die verschiedene Medikamente ausprobieren und die vergleichen. Dieses Problem breitet sich aus. Und wie wissenschaftliche Labore damit umgehen, ist immer mehr Menschen doch wieder in diesen Prozess einzubeziehen. Es gibt einen anderen Weg, über die Welt zu denken, was nicht nur rein über die technische Computersicht ist, sondern eben auch eine menschliche Sicht. Hier ist ein Schachspiel zu sehen, wo IBM 10 Jahre gebraucht hat, um einen Computer zu programmieren, der
Schach gespielt hat gegen den Schachweltmeister, um den zu besiegen. In der Diskussion darüber, was künstliche Intelligenz ist, sind wir immer weitergegangen, was das eigentlich bedeutet, eine künstliche Intelligenz zu haben. Und damals war eben der Stand, dass Schach das Spiel war, was es zu gewinnen galt, um künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln. It basically was capable of doing such vast search through the kind of development process. Die Blue hatte die Möglichkeit, ganz viele mechanische Möglichkeiten durchzurechnen, wie dieses Schachspiel weitergehen konnte und all die möglichen weiteren Züge durchzurechnen und aus all diesen Daten dann die wahrscheinlichste Möglichkeit auszuwählen, um das Schachspiel zu gewinnen. Kasparow hat ein Jahr später eine neue Form des Schachs vorgestellt, in dem nicht ein Computer gegen einen Menschen spielt, sondern Computer und Menschen gemeinsam gegen einen anderen Computer und anderen Menschen spielen. But a human using quite a relatively weak computer, assisted by it, will wipe the floor with even the biggest supercomputer. Ein Supercomputer kann gegen einen Menschen einfach gewinnen. Aber wenn ein Computer mit ein einfacher Computer von einem Menschen verwendet wird, der kann diese Kooperation gegen diesen Supercomputer ganz einfach gewinnen durch die menschlichen Fähigkeiten. Die nächste große Herausforderung der künstlichen Intelligenz sehen wir hier, wo wir ein Beispiel aus diesem Jahr sehen, wo Google DeepMind Go gespielt hat gegen einen der besten Go-Spieler, die es gerade auf der Welt gibt. DeepMind hat in einer Vier-Spiele-Serie am Ende gewonnen. Das ist der nächste Meilenstein in der künstlichen Maschine, die wir jetzt erreicht haben. And all the kind of interesting things that will come out of new ways to play it. There's something fundamentally different between DeepMind. Und es gibt aber nun einen großen Unterschied zwischen dieser Maschine und Deep Blue, die nun das Schachspiel beschäftigt hat. AlphaGo, sorry, does what it does. Aber wir verstehen halt nicht, wie das neuronale Netzwerk Go gewonnen hat. Das war eine Maschine, die erst von Menschen getrainiert wurde und dann immer gegen sich selbst angetreten ist. Und dementsprechend hat es das Wissen exponentiell erreicht. A neural network and the way it's entrained that neural network is unintelligible to us. Und dementsprechend ist es halt an einem sehr fundamentalen, tiefen Punkt trainiert, so wie zum Beispiel die Deep Space Bilder, die wir vorhin hatten. Und da ist halt die Frage, welcher Prozess genau bringt einen dazu, das zu realisieren. Das, was ihr hier seht, ist eines der Kuriositäten der neuronalen Netzwerke. Das ist die klassische Geschichte, wie verrückt eben diese Netzwerke sind. Die US-Armee hat ein neuronales Netzwerk gebaut zum Erkennen von Panzern. Haben also ganz, ganz viele Fotos gemacht von ganz, ganz vielen Panzern und dann haben die in das Netzwerk gegeben. Und die haben also Camouflage sehen können und die haben Panzer gesehen. Und die haben diese ganzen Fotos gemacht, haben das alles eingegeben. Und was dann passiert ist, hat super funktioniert. Nach all den ganzen Bildern hat alles super funktioniert. Also selbst wenn der Panzer super funktioniert hat, selbst wenn der so versteckt, wie auch der auch war,
haben sie es zurückgegeben. Und dann haben sie es abgegeben und gesagt, okay, so und so funktioniert das. Und dann hat das, haben sie plötzlich festgestellt. Und dann haben sie festgestellt, dass, dass sie alle Panzer am Morgen und alle Bilder ohne Panzer abends geschossen haben. Und dementsprechend ist es halt nur fähig, am Morgen Panzer überhaupt zu sehen. Und das ist eines dieser verrückten Dinge, in denen wir wieder feststellen, dass wir einfach nicht sehen, wie die Maschine funktioniert und einfach anders denken als diese Maschine. Und this is NVIDIA's program to train cars to drive, where they basically just put the neural network. Und da sehen wir nun, wie wir einem System beibringen zu fahren. Without any external cues, it doesn't know the rules of the world. Rules of the road. It doesn't know es kennt also die, es, dieses System kennt die Straße nicht, das System kennt die Gesetze der Straße nicht und es soll fahren, absolut lernen bei sich selbst. And we're actively building the tools of our own mystification. This I find particularly strange. Wir haben also angefangen, das Werkzeug dafür zu bauen. Und das ist von Google und es ist erst ein paar Monate alt. Und so haben sie zwei neuronale neurale Netzwerke trainiert. Alice and Bob in this arrangement evolved their own cryptographic system to protect their communications from Eve. And I myself think it's in dem neuronalen die zwei neuronalen Netzwerke haben ihre Kommunikation vor einer dritten vom dritten neuronalen Netzwerk geheim halten sollen. Und also haben Alice und Bob eine Kryptographie entwickelt, eine Verschlüsselungstechnologie entwickelt, um ihre Kommunikation von Eve verschlüsselt zu halten. To collect everything in order to make better decisions is of course one that we see. Diesen Trend, alles zu sammeln, um bessere Entscheidungen zu machen, ist eine Entwicklung, die wir sehen in allen Bereichen. Das hier ist die Herangehensweise, die wir von Überwachungsagenturen sehen, um möglichst viele Daten zu sammeln, um dadurch die Welt zu verstehen und zu beeinflussen. Das ist nicht ganz unterschiedlich von dem, was wir überhaupt glauben, was wir glauben wollen. Denn die Frage ist ja nun, inwieweit wollen wir eigentlich Meinungen beeinflussen? Naturally on its own behalf is also the approach of transparency. Und da geht es natürlich auch viel um Transparenz, denn wir und auch um das Herausgeben von allen Informationen. Denn NSA und WikiLeaks haben nun mal dasselbe Ziel gehabt und haben dasselbe geglaubt, denn sie glaubten, dass wenn wir Informationen Informationen haben, dann können wir damit arbeiten. Und das ist nun mal eine sehr allgemeine Ansicht in der Welt. Und das sind die Hot Topics in Facebook. Und WikiLeaks ist nun mal eines der meistdiskutierten Themen während der Wahl. Und ich bin ein großer Fan von Julian Assange und all seiner Theorie und dem System des Leaks von autoritären Systemen. Aber im Moment ist es halt eine kaputte Maschine, die Öl verliert und die niemand von uns behalten und reparieren möchte. Wir alle spielen gegeneinander, aber wir kommen aus diesem, nichts dieser Spiele, die wir gegeneinander spielen, wird uns daraus rausbringen. Komplett um uns herum scheint es mir, es fühlt sich so an, als würden immer mehr mathematische Systeme immer schwieriger haben, diese Welt um uns herum zu verstehen und unsere Gesellschaft zu verstehen. Und um uns herum gibt es ein großes Diskussion um alles, denn das Trump-Referendum und das die Abstimmung beim Brexit war nun mal in dem Sinne falsch und müssen nun mal korrigiert werden. Und das wird und all das, diese Aussage, dass das wirft halt Gift in den ganzen Prozess. Und mit diesen Vorhersagen, die während den Campaigns gemacht werden,
wird beeinflusst, wie die Menschen dann am Ende tatsächlich wählen. Also wenn die Menschen sehen, was diese Wahlvorhersagen sagen, beeinflusst das auch wiederum deren Wahlen. Die Diskussion über Fake News, Falschmeldungen, ist ziemlich erschütternd und interessant. Sie ist nicht besonders neu oder und sie sollte es auch nicht sein. Es ist nichts, was geschichtlich plötzlich passiert ist oder das... dass es von einem besonderen Sichtweise auf die Welt passiert, das ist nicht richtig. Mich hat besonders schockiert ein Ereignis aus Mazedonien. In this place, without any particular context around the political situation in that place, is possibly being related. Und die ganze Story wurde veröffentlicht, ohne dass überhaupt ein Hintergrund geliefert wurde oder dass geliefert wurde, was in Mazedonien überhaupt existiert. Und all diese ganze Website bringt nun unglaublich viele Klicks über Facebook und über alles andere, ohne überhaupt eine einzige richtige Nachricht zu liefern. Has pursued a policy of fake news as government policy. This is part of Skopje 2014. Was ihr hier seht, ist Macedonian's government's project to build ist ein Projekt der mazedonischen Statue, die errichtet wurde aufgrund in Mazedonien, über eine Geschichte in Mazedonien, die aber so nie existiert hat. Also es wurde von der Regierung geöffnet, aber es gab diese Geschichte nie. Und das alles resultiert in Nationalismus und dieser Nationalismus wird nun gefüttert von falschen Nachrichten über die mazedonische Geschichte und all dieses Ganze, was ihr hier seht, sind Rob und Ali Smith. Und er hat die zwei Bilder auf der linken Seite veröffentlicht und Googles automatischer Algorithmus hat das Bild rechts verbunden, auf dem nun mal beide Menschen lächeln und hat damit einen Moment geschaffen, der so gar nicht existiert hat. Es ist also eine Art Memory-Spiel. Genauso gibt es Adobe, eine Software entwickelt haben, die eine Stimme oder einen Sound produziert zu einem Satz, spezifischen Satz. All unsere technologischen Entwicklungen entwickeln sich immer weiter, aber sie entwickeln sich immer weiter von der Realität. Sie zeigen immer mehr alternative Realitäten. Und damit stürzen sie natürlich auch das Missvertrauen in solche Systeme an. Und ich möchte hier überhaupt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber es ist halt eine sehr alarmende Situation, wenn wir immer weniger an solche Systeme glauben. An inability to deal with these increasingly complex narratives that are supplied by our technology. More information, as we saw in the pharmacological research, we've seen the new. Und wie wir nun sehen, dass immer mehr Daten, die wir eigentlich sammeln, nicht zwingend in bessere Ergebnisse resultieren. Und in diesem Mapping-Prozess wird nun besprochen, dass eben solche Verschwörungstheorien, dass das Zusammenhalten solcher Informations, dass das ganze gemappte Situationen, die ganzen Daten einfach gar nicht in eine Person passen, denn wir sind nun mal täglich damit konfrontiert, dass bestimmte Dinge eben nicht in bestimmte Systeme passen. Wir sind keine allwissenden Kreaturen. Und damit müssen wir uns nun auch beschäftigen, wie gehen wir eigentlich damit um mit paradoxen Informationen? Das ist absolut alarmierend.
Denn das ergibt viele, viele Möglichkeiten. Wir haben nun mal den Zugang zu all diesen Informationen und es macht das Ganze immer komplizierter, es macht die Welt immer komplizierter, es macht und all diese naive Sicht, die wir auf die Welt haben, dass alles so einfach ist. Wir leben nun mal in einer Welt, in der Informationen verfügbar sind für sehr lange Zeit und die aber nun mal von sehr fundamentalen Ansichten und von vielen verschiedenen Sichtweisen geprägt sind. Was sind die Antworten, die wir darauf bilden müssen? Wir müssen uns dementsprechend also auch bewusst machen, welche Unterschiede es zwischen Informationen eigentlich gibt. Das ist das Bild aus der New York Times von ein paar Wochen von der Global Weather Foundation. Huge computational weather forecasting data, the full deal. And what he was saying was that. Und was er sagte, was dort gesagt wurde, war abseits von dieser großen Informationsmenge. Climate change is now progressing to such an extent. The atmosphere is warming to such an extent. Es müssen wir uns natürlich auch angucken, dass zum Beispiel am Klimawandel wir sehen, dass all diese Daten zeigen, dass die Klima immer weiter wärmer wird. Und wir sehen, dass wir uns auch bewusst machen müssen, dass unsere Wettermodelle dementsprechend nicht mehr wirklich funktionieren. Und unsere Wettermodelle funktionieren nicht mehr so gut. Und wir wissen dementsprechend auch immer weniger über die Welt, als wir eigentlich vorher schon wussten. Und das wird alles davon beschäftigen, wie gut wir vorbereitet sind überhaupt auf das, was kommt. Nein, nicht das. This. I'm running out of time and I want to take a couple of questions if anyone's got them. Here's what I think. Hier ist das, was ich glaube. Ich glaube nicht, dass das Internet und all das, was wir darauf gebaut haben, ein Tool zum Weltverständnis ist. Es ist nicht statisch und stabil. Es ist kein Tool dafür. Es ist das größte und komplexeste Advanced Tool, was wir in dem Sinne gebaut haben. Es ist etwas, was halt sehr viel passt zu unserer Sprache und zu dem, was wir eigentlich schreiben. Und es gibt halt keine Intention, die das gebaut hat und niemand weiß, was wir damit machen werden. Es ist ein absolut generelles Tool, was entwickelt wurde. Es ist quasi die wolkige Wolke. Wenn wir die ganze Welt verstehen wollen, müssen wir uns auch die Unterschiede bewusst machen. Wir müssen uns die Wolkigkeit der Wolke angucken. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, James. Wir haben einige Zeit für Fragen. Ihr könnt die Mikrofone verwenden. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich gerade sind keine da. Es ist auch okay, wenn es keine Fragen gibt. Ihr könnt nachher auf den Speaker zukommen. Das ist auch in Ordnung. Are you sure you don't have any questions? This is your chance. I think we're good. All right, then. Thank you. Scheinbar gibt es keine Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank an James Bridle. Ihr habt der Übersetzung ins Deutsche zugehört.